Nach dem folgenden Beitrag können Sie etwas gewinnen. Es lohnt sich also, besonders dran zu bleiben. Rohr aus Stängel von bestimmten Palmen, die für Korbwaren eingesetzt werden. Das ist eine einfache Definition von Rattan. Der Begriff Rattan stammt übrigens ursprünglich aus Malaysia und steht bei uns vor allem für Rattanmöbel. Die aus Rattan geflochtenen Möbel erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit. Um die natürlichen Ressourcen zu schonen, wird Rattan auch künstlich hergestellt. Das sogenannte Polyrattan kann sehr vielfältig eingesetzt werden. Stefan Wittmer von Biliani.ch hat sich ganz dieser besonderen Art der Möbel verschrieben. Das Material vom Polyrattan ist eine ideale Imitation vom pflanzlichen Rattan. Die Möbel sind ja handgeflochten, was eigentlich sehr teuer ist. Und über die letzten Jahre, dank Grossanbietern wie uns, ist es möglich, die Möbel massiv günstiger anzubieten, sodass jedermann eigentlich so einen Lounge kann leisten kann. Die Polyrattan-Möbel bieten sich ganz besonders für den Außenbereich an. Eine Terrasse oder Sitzplatz verwandelt sich so umgehend in eine stylische Gartenlounge. Die wesentlichen Vorteile von diesen Polyrattan-Möbel sind, dass es sehr pflegeleicht ist. Das ist das eine. Da kann man Sommer, Winter kann man es draussen lassen, bei Schnee, Regen, wo man sollte immer einräumen. Im Weiteren sind die Möbel farbecht, also die sich nicht verändern mit der Sonne. Sie sind auch sehr leicht. Auch ältere Leute können die Möbel wieder anders herstellen, andere Formationen bilden. Bequeme Sache. Möbel aus Polyrattan sind natürlich nicht so teuer wie echte Rattanmöbel. Allerdings gibt es auch beim künstlichen Rattan große Unterschiede, wie Stefan Wittmer weiß. Wir haben eigene Fabriken, das heisst, der Kunde kauft eigentlich direkt ab Fabrik. Wir tun den ganzen Zwischenhandel auslassen. Wir tun Versandhandel betreiben, das heisst, wir haben keine Showräume. Und die Kunden können bei uns bestellen und wir schicken dann die Möbel bequem den Kunden heim. Wir sparen dadurch auch wieder die ganze Verkaufsfläche, teure Verkäufer und können all die Preisvorteile dem Kunden weitergeben. Dabei muss man nicht auf Qualität verzichten, wenn man weiß, worauf zu achten ist. Der wesentliche Qualitätsunterschied bei Polyrattan-Möbeln ist erstens mal das Rattan selber. Dort muss man darauf achten, dass man sehr gutes Rattan nimmt, weil das Rattan wird über die Jahre durch die Sonne wird es brüchig. Und wenn man gutes Rattan nimmt, dann wird das einem jahrelang heben. Das zweite ist Bauweise. Man sollte Aluminium-Bauweise nehmen und nicht Stahl. Wie auch der rostfreie Stahl wird über die Jahre hin anfangen rosten und dann hat man Sauerei. Online die Qualität abzuschätzen ist schwierig. Trotzdem war für Stefan Wittmer klar, voll auf das Internet zu setzen. Dass man die Möbel nur auf Fotos sieht und nicht Probe sitzen kann, dafür hat er eine einfache Lösung. Da bieten wir an, dass wir das Möbel bequem heimliefern, ab Lager. Man kann es daheim testen, man hat 14 Tage Zeit, man kann es daheim aufstellen, dort wo man es nachher auch haben will. Sollte es einem am Schluss von diesen 14 Tagen nicht gefallen, kann man uns einfach anrufen, wir schicken den Spediteur vorbei und holen das ganze Möbel wieder ab und geben dem Kunden das ganze Geld wieder retour. Inklusive all Transportkosten für den Hin- und für den Rücktransport. Was die Kunden wünschen und wie man ein Internetgeschäft richtig aufzieht, weiß Stefan Wittmer genau. Als Gründer der Auktionsplattform Ricardo.ch hat er schon einmal den richtigen Riecher bewiesen.